Hallihallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Europa Universalis 4 und zwar zu unserem Let's Play mit Brandenburg. Es ist jetzt schon fast einen Monat her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Mittlerweile sind alle diese Folgen hochgeladen worden und ich habe mir ein bisschen die Kommentare anschauen können, habe mir anschauen können, was ihr von dem Let's Play haltet und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass das so gut ankommt. Andere Spiele bekommen teilweise mehr Klicks, aber hier bei Europa Universalis, da sehe ich, dass diejenigen, die sich das anschauen, das auch wirklich gerne tun und dass ihr euch eure Gedanken macht, dass ihr Tipps gebt und dass ihr wirklich ja mit dabei seid beim Let's Play. Und ich finde, das ist für einen YouTuber wie mich, der das hauptsächlich aus Hobby macht, ist das immer das Schönste, wenn die Zuschauer mitfiebern, wenn die Zuschauer dabei sind, weil dann weiß man, man redet auch nicht nur gegen eine Wand, sondern man interagiert so ein bisschen mit seinen Zuschauern und Abonnenten. Und das ist immer wieder eine Befriedigung, die daraus hervorgeht. Ja, natürlich, wenn ich einen Monat gespielt habe, dann habe ich nicht mehr den besten Überblick über das, was ich vorhatte und das, was ich nicht vorhatte. Ich habe jetzt mir mal 5 Minuten genommen eben und habe mal kurz reingeschaut ins letzte Video, was da so der Stand war und habe jetzt den Spielstand geladen. Ich glaube, wir waren genau hier. Es droht eine Personalunion. Österreich oder Frankreich könnten uns erben, aber ich glaube, unser Herrscher ist auch erst 22, der kann also wirklich noch einen Erben bekommen. Und solange wir ihn nicht als General auswählen, unseren Herrscher, solange sollte da jetzt nicht so viel anbrennen. Wir sind gleichzeitig dabei, unsere Overextension ein bisschen zu reduzieren, indem wir hier die Provinzen im Baltikum uns einverleiben. Wir können die Weser als neuen Staat hinzufügen, das wollen wir nicht. Und missionieren wollen wir auch nicht. Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass wir allmählich wirklich protestantisch werden müssen. Da führt jetzt nun wirklich gar kein Weg mehr daran vorbei. Wir sind auch schon weit genug. Ich glaube, wir können Prussia wirklich gründen. Wir müssen nur noch protestantisch sein und das werden wir jetzt dann gleich machen. Wir werden auf unseren Kaisertitel verzichten und Preußen gründen. Es ist an der Zeit. Wenn wir auf unsere Claims schauen, dann sehen wir, dass wir eigentlich überhaupt keine mehr haben. Wir haben nur noch auf Sjelland einen Claim. Das bedeutet, da müssen wir ein bisschen was ändern. Wir machen gerade noch einen weiteren Claim hier auf Dänemark. Und zwar würde ich sagen, das müssen wir Schleswig unbedingt claimen. Ja, Schleswig muss geclaimt werden. Denn wir brauchen ja hier den Landzugang nach Fünen und Sjelland wollen wir ja dann auch haben. Das heißt, im nächsten Krieg werden wir versuchen, Schleswig und Sjelland uns zu holen. Wir müssen allerdings auch auf die aggressive Expansion achten. Die ist noch in Ordnung. Gerade im Reich ist die Expansion genauso, wie sie sein soll, am Limit, aber nicht drüber. Litauen ist in der Koalition gegen uns, das ist ziemlich egal. Und wir haben aber noch Frieden mit Muskovy für 3 Jahre, glaube ich, oder wie war das? So, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war das so. Genau, für 3 Jahre, nee, für 2 Jahre. Das bedeutet, insgesamt erfolgt jetzt die Expansion gen Osten. Wir werden im Reich jetzt erstmal ruhig bleiben. Ich denke, da werden wir nicht allzu viel anfangen. Da kann man nach und nach immer mal den Krieg führen, aber das wird nicht unser Hauptexpansionsgebiet sein. Unser Hauptexpansionsgebiet wird Polen, Litauen, Muskowy sein. Und noch der Rest von Dänemark, aber auch der ist dann wieder relevant für die aggressive Expansion im Reich, also können wir auch hier nur langsam voranschreiten. In 2 Jahren, also optimalerweise, würden wir Krieg gegen Muskowy führen. Dort könnte man auch die Strategie fahren, einen Vasallen zu gründen und diesen dann zu fieden. Dann wächst man selber nicht so schnell und hat gleichzeitig Zeit, in Polen, Litauen die Provinzen zu erobern. Da muss ich einfach sehen, wie es sich ergibt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Claim-Production hier in Dänemark, die beenden wir mal und machen uns mal daran, auf Litauen Claims zu fabrizieren. Litauen hat weniger Verbündete als Polen. Und Polen und Litauen sind beide im Krieg gegen die Krim, gegen Kasan und die Timuriden und alles, was da sonst noch rumkreucht und fleucht, also Trebizond, Armenien, Goldene Horde, Karaköyündu und Usbeken auch noch. Das bedeutet, die kriegen gerade ordentlich auf die Mütze, die werden sehr geschwächt sein. Vielleicht werde ich also gegen Muskowy Krieg führen in 2 Jahren oder wir führen Krieg gegen Polen und oder Litauen in 2 Jahren. Wird abzuwarten sein. Fraglich ist nämlich auch, ob Schweden Polen und Litauen hilft. Und gegen Schweden würde ich nur ungern kämpfen, weil ich mit ihnen verbündet bin. Deswegen werden wir abwarten, wie das läuft. Wir haben Rebellionen zu erwarten im Baltikum, deswegen ziehe ich dort jetzt mal meine kurfürstliche Garde hin. Und ansonsten gibt es nur noch wenig, was wir machen müssen. Hier National Unrest könnten wir machen und so weiter, aber das ist alles nicht notwendig. Ja, und eigentlich würde ich sagen,
Wenn wir uns auch hier die Koalitionen anschauen, die katholische Liga und die protestantische Liga, dann ist die protestantische Liga sehr, sehr, sehr stark mit Frankreich, Spanien. Das sind die zwei Weltmächte hier in Europa. Schaut euch das an. Spanien ist sehr stark geworden. Portugal ist im Übrigen auch nicht schwach. Und Frankreich ist ultra stark. Also Frankreich ist momentan der Hegemon in Europa. Das wird sich aber schon noch ändern. Also unsere Stunde hat noch nicht geschlagen. Wir in 200 Jahren, verspreche ich euch, sind wir stärker. Wahrscheinlich auch schon deutlich früher. Jetzt ist die Frage, geben wir unseren Kaisertitel sofort auf oder eben nicht? Ich bin der Ansicht, es lohnt sich, den Kaisertitel jetzt wirklich sofort aufzugeben. Dänemark möchte Access und Muscovy hat uns als Rivale hinzugefügt. Das ist noch nicht so schlimm, das schadet uns nicht so sehr. Jetzt ist die Frage, ob wir erst noch uns die Provinzen hier einverleiben. Und da wäre ich schon dafür. Ja. Wir warten, bis wir die Provinzen haben. Nein, und unser General ist tot. Das ist sehr ärgerlich. Aber wir haben noch richtig gute übrige. Und in Livland haben wir auch schon die erste Rebellion. Wunderbar, dann können wir die da hinbewegen, die Einheiten. Jetzt sehe ich allerdings, dass ich den Sound ausgestellt habe. In der nächsten Folge wird der Sound wieder an sein. Keine Sorge. Müsst ihr vorerst mit meiner Stimme vorlieb nehmen. So, wunderbar. Wir haben natürlich eine sehr starke Armee. Das haben wir schon in den Folgen im Vorfeld feststellen können. Wir dürfen uns aber auch nicht übernehmen. Gerade was die Manpower betrifft, sind wir limitiert. Litauen hat bereits Rebellen. Das ist sehr, sehr schön. Ich möchte ja tatsächlich, dass alles östlich von mir zusammenbricht. Das wäre wunderbar. So, einen Kardinalminister wollen wir wirklich weiterhin nicht. So, die Werdener Separatisten sind dabei abzureisen. Deswegen bewegen wir uns mal nach Werden zurück mit unserer Armee. Müssen wir irgendwo auf Force achten? Ja. Ich würde ja doch gerne die Maintenance einstellen, der Force. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Wenn da das ein oder andere Fort noch von Feinden erobert wird, ist das nicht so tragisch. So, jetzt haben wir hier die meisten Provinzen eigentlich gecored. Es fehlt noch Livland, aber ich glaube, auf Livland warten wir nicht mehr. Ja, okay, aber wenn Preußen gegründet werden soll, dann machen wir die Force wieder auf Full Maintenance, denn das sieht sonst einfach doof aus und das soll natürlich episch aussehen, wenn Preußen gegründet wird. Deswegen, liebe Leute, es ist soweit. Es ist in genau dieser Folge. Jetzt wird es passieren. Wir werden Preußen gründen und zwar werden wir jetzt konvertieren zum Protestantismus oder zum Reformierten, oder? Es geht beides. Nochmal ganz kurz überprüfen. Kingdom of Prussia, Protestant oder Reformed. Also geht beides. Wir können es uns aussuchen. Wir haben von beiden Provinzen aber hauptsächlich protestantische, muss man dazu sagen. Also protestantisch wäre leichter. Advisors plus 1, das brauchen wir nicht. Tolerance of Heretics brauchen wir eigentlich auch nicht, denn Heretics werden wir kaum erobern. Ja, wobei hier im Osten vielleicht. Aber das ist nicht so wichtig. Improved Relations ist gut, National Tax Modifier ist ganz gut. Ich würde sagen, wir gehen auf Protestantismus. Das ist am besten. Da gehen wir jetzt hin. Wir verlieren 100 Prestige, wenn wir das machen. Das ist natürlich krank. Also das ist richtig, richtig krass. Aber dann sind wir bei 0. Das ist auch nicht so schlimm. Wir dürften schnell wieder welche dazu gewinnen. Alle anderen Modifikatoren sind gut. Deswegen gehen wir jetzt mal zum Protestantismus. Zack. So, Österreich ist Kaiser. Das war klar. Ist nicht zu verändern. Kann man nicht verhindern. Aber schaut mal, was hier alles auf uns wartet. Schöne, schöne Sachen warten hier auf uns. Form Kingdom of Prussia. Tada! Wir sind Preußen. Wir sind Preußen und wir haben es tatsächlich geschafft im Jahr 1564, am 1. April. Es ist kein April-Scherz, aber wir sind tatsächlich Preußen geworden. 1564, das ist ziemlich früh, würde ich sagen. Also man kann Preußen auch früher gründen. Ich denke, es war aber jetzt nicht falsch, so lange zu warten, wie wir gewartet haben. Jetzt bekommen wir nämlich auch noch hier Claims automatisch auf diese polnischen Provinzen. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft. Allerdings, oh, wir haben gar keinen Frieden mehr mit Polen. Tatsächlich. Oho, oho. Schön, schön. Doch, haben wir. Wir haben Frieden mit denen. Breaking Truce. Aber es wird kein Truce angezeigt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Egal. Wir haben auf jeden Fall Claims auf die polnischen Provinzen. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und natürlich joinen wir der protestantischen Liga, denn wir wollen ja wieder Kaiser werden.
Kann ich mich überhaupt wählen? Ich kann mich gar nicht wählen, oder? Dann wäre ich dafür, dass die Walachei mal Kaiser wird. Oh, Sächsisch ist eine akzeptierte Kultur. Schauen wir mal, hat sich da was geändert? Na, Deutsch ist auf jeden Fall richtig akzeptiert alles jetzt. Wunderbar. Natürlich Estonisch, Latvien, das wird ziemlich schwierig, das akzeptiert zu bekommen. Lüttich möchte Durchmarschrechte. Ist okay, können sie haben. Wir haben kaum noch Unrest, wenn ich das richtig sehe. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Wenn wir Krieg gegen Dänemark führen würden, denn die sind ja gerade im Krieg gegen Münster, dann würde uns niemand helfen. Auch nicht Schweden. Das ist natürlich doof. Hostile Attitude. Ist ja bescheuert. Verbessern wir nochmal die Beziehungen mit Schweden, aber das ist ja wirklich schwachsinnig. Ja, also mit Polen da brauche ich jetzt keine Claims mehr machen. Auf Litauen selbstverständlich schon. Ja, und da hier, diese Provinz ist die beste, die wir holen können. Die kann ich eh nicht aussprechen, deswegen versuche ich es nicht. So, wie sieht es denn eigentlich religiös aus? Wird er konvertiert? Könnten wir machen längst. Machen wir aber bisher gar nicht. Nicht gut. Wir könnten uns jetzt hier noch... Ja, dann bekommen wir auch Prestige. Technologiekosten gehen hoch. Machen wir. Defender of the Faith. Machen wir auf jeden Fall. Es muss jetzt schnell gehen. Wir müssen schnell unsere Provinzen konvertieren. Und den Protestantismus in der ganzen Welt ausbreiten. So, wir haben unsere Allianzen jetzt verloren teilweise. Jetzt ist die Frage, mit wem wir uns neu verbünden. Das ergibt natürlich eine völlig neue geostrategische Gemengelage, das Ganze hier. Frankreich mag uns überhaupt nicht. Spanien, da wäre eine Hochzeit drin. Und die Opinion ist eigentlich auch das einzige Problem. Dass Spanien mit Frankreich verbündet ist, ist noch nicht so gut. Und Spanien hat schon gute Verbündete. Aber ich glaube, da wäre eine Chance. Erstmal die Beziehungen verbessern. Dann die Osmanen wären eine Option. Ne, sind sie gar nicht. Okay. Ah, Kasan möchte. Kasan ist natürlich schön, denn Kasan hilft uns auch gegen Moskowi. Davon wäre auszugehen. Aber ich muss erst einen Diplomaten frei bekommen. Dann können wir den aus Schweden wieder abziehen. Ach, Ulm, Quatsch. Was will ich denn mit Ulm? So, Kasan, bitteschön. Also euch nehme ich gerne als Bündnispartner an. Die muss ich auch nicht heiraten, wenn ich nicht möchte. Könnte ich aber, offenbar. Sind das keine Muslime? Geht das überhaupt, dass ich Muslime heirate? Das wundert mich doch. Ja, nee, geht nicht. Natürlich nicht. Oh, und hier verliert leider die Krim gerade die Schlacht. Nicht so gut. Da kommen jetzt noch ein paar Einheiten nach. Vielleicht verliert auch Polen. Nee, die Krim hat verloren. Die Timuriden haben auch verloren. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Schade. Da ist auf jeden Fall die Armee besiegt worden. Haben wir sonst noch irgendwelche Ansprüche irgendwo? Nee, haben wir nicht. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir weiter vorgehen. Wir haben jetzt 65. Der Frieden mit Moskowi dürfte bald auslaufen. Wir könnten natürlich versuchen, gegen Moskowi Krieg zu führen, aber ich glaube, die haben eine große, große Armee. Schauen wir mal nach. Ja, 40.000 Mann, davon 29 Söldner, aber auch schon 30.000 Manpower wieder. 44.000 Mann ist schon ein Brocken, wir haben nur 30.000. Das wäre nicht so leicht, vor allem gegen so ein großes Land und dann ohne Verbündete. Das wäre schwer. Wie sieht es aus gegen Litauen? Da müssen wir gegen Polen und Schweden kämpfen. Das ist schon nicht so leicht. Und wenn wir gegen Polen kämpfen, dann müssen wir sogar Österreich bekämpfen. Also uns fehlt ein schlagkräftiger Verbündeter momentan. Da sind wir ein wenig isoliert. Spanien wäre natürlich toll. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass Spanien sinnvoll wäre. Also ich habe das Gefühl, dass die sich nicht mit uns verbünden letztendlich. Nicht dieselbe Religion ist gar nicht so schlimm in dem Fall. Dass ich schon powerful allies habe, ist ein negativer Aspekt. Ja, ich habe Österreich. Österreich nützt mir natürlich sehr wenig, denn die helfen mir in keinem Krieg. Die sind nämlich mit meinen Feinden verbündet, vor allem mit Polen eben. Gegen Litauen müsste es ja eigentlich gehen. Da könnte ich Österreich ausboten, aber okay, Lüttich macht fast nicht mit. Aber ich möchte eben nicht gegen Litauen, Polen und Schweden kämpfen müssen.
Nicht alleine. Mit einem Verbündeten würde ich es natürlich machen. Warten wir mal ab, vielleicht schwächt wird Litauen Polen weiterhin geschwächt durch diesen Krieg und dann können wir dort zuschlagen. Andernfalls werden wir uns gegen Moskowi nochmal in die Schlacht trauen. Wenn wir Dänemark den Krieg erklären, ja, nee, 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 keine Option. Keine Option momentan. So, der Frieden mit Moskowi ist zu Ende. Ach, ich könnte mich verbünden. Das wäre natürlich jetzt ein toller Move. Ein Bündnis mit Moskowi und dann könnte ich natürlich sofort Litauen plätten. Ehrlich gesagt, why not? Das ist jetzt wunderbar historisch. Preußen und das werdende Russland machen zusammen Polen-Litauen platt. Das ist wirklich sehr historisch. Nur, dass Preußen jetzt schon viel stärker ist als historisch und wir 200 Jahre der Geschichte voraus sind. Aber geostrategisch gesehen ist diese Option natürlich völlig einleuchtend. Und jetzt auch eine tolle Sache, denn ich denke mal, das wird funktionieren. Warten wir mal, bis unser Diplomat zurück ist. Ja, Moskowi würde helfen. Und das ist wunderbar. Ich glaube, wir werden Moskowi jetzt noch öfter benutzen. Die Royal Marriage können wir eingehen. Es ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt die Provinzen von Moskowi am Anfang nicht bekommen. Wir werden auch dafür sorgen, dass sie nicht so viel von Litauen bekommen. Aber jetzt mit Moskowi zusammen haben wir gute, gute Chancen. Das sieht wirklich gut aus. So, wir haben jetzt zu starke Verbündete, um in Spanien da noch was anrichten zu können. Wir verbessern trotzdem mal weiter die Beziehungen. Wir können auch die mit Frankreich verbessern. Und in Litauen machen wir dann gleich noch einen Claim. Und dann würde ich sagen, haben wir endlich einen Erben. Perfekt. Jetzt ist wirklich alles sehr gut. Das sieht sehr gut aus. Wir können hier unsere Regierungsform im Übrigen verändern. Das mit den Vasallen und dem Manpower ist nicht so relevant, würde ich sagen. Schauen wir doch mal hier, ob wir was Besseres bekommen. Die absolute Monarchie bekommen wir denn, wann wird die denn möglich, denn das sieht gut aus. Ansonsten ist die Administrative natürlich nicht schlecht. Warten wir lieber mal mit der Regierungsform, das wird sicher noch besser werden. Wir haben auch alle Ideen hier durch, krass. Aber wir kommen auf Scientific Experimentation, haben wir auch bald. Und Twer hat 17.000 Mann, schaut euch das an. Das sind drei Provinzen, unter anderem Moskau. Ach, deswegen kann wahrscheinlich Russland auch nicht gegründet werden, weil Moskau natürlich im Besitz sein muss von Moskowi. Krass. Twer ist wirklich sehr lustig. Also richtig krass, starker Staat. Wunderbar. Jetzt noch schnell den Claim auf Litauen beenden. So. Und zwar hätte ich dann noch gerne dieses Vor hier. Und jetzt können wir Krieg erklären. Gegen Polen, Schweden, Lüttich. Aber Moskowi dürfte Litauen für uns plätten. Die sind ja auch noch am Kämpfen hier gegen Kasan. Und vielleicht ziehen wir damit den Krieg gegen die Timuriden und so weiter in die Länge. Also die dürften ohnehin jetzt ziemlich schwach dran sein. Moskowi mit 40.000, Polen hat auch 40.000 Mann, aber die haben keine Manpower mehr und richtig viele Söldner. Polen geht auf dem Zahnfleisch und ich glaube, technologisch sind sie auch hinten. Level 11, wir sind Level 13 militärisch und Litauen ist Level 10. Überhaupt keine Frage, die dürften wir vollkommen zerstören. Und da freue ich mich dann also darauf, auf den Krieg gegen Polen-Litauen, der sofort in der nächsten Folge losgehen wird. In dieser Folge, und in der nächsten Folge gibt es dann übrigens auch Sound. In dieser Folge haben wir Preußen gegründet, sind natürlich protestantisch geworden, haben uns mit Moskowi verbündet und werden jetzt richtig loslegen in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Ciao bis dahin, euer General Pilufas.